Ihr Lieben, weiter geht's mit einer neuen Folge hier, Russian Fishing 4. Heute nach langer Zeit mal wieder, nach wirklich langer Zeit, mal wieder hier an der Artuba. Geil, endlich mal wieder an der Artuba angeln. Und zwar heute mal wieder mit dem Schleppen, ab entspannt ins rote Gummiboot. Und dann gucken wir mal, was die Rapfen machen. Also, nicht lang rumschnacken, ab in die Karre, 1,50 Meter rausfahren und das Geknatter leiser drehen. So, auf ein angenehmes Maß, so gerade für den Hintergrund. Und dann packen wir uns unsere Ruten. 1, 2, 3. Und dann starten wir schon mal den Trollinggang und legen hier langsam los. Jawohl. Trollinggang ist aktiviert. Und die Routen bauen wir natürlich erstmal ein bisschen neu zusammen. Und zwar nehmen wir hier für die Rapfen, wer weiß, was halt noch alles dran geht. Machen wir es einfach ein bisschen übertrieben. Gehen wir hier auf Nummer sicher. Und bauen vielleicht sogar noch mal ein schönes langes Vorfach. Ich könnte noch einen 27er Vorfach gebrauchen. Schönes Vorfach. 60 cm Fluorocarbon. Jawohl. Hier fehlen eh schon ein paar Meter. Nehmen wir das auf 27 Kilo. So. Einmal noch herstellen. Dann haben wir ein langes Vorfach. Wir haben eine dicke Schnur. Hier haben wir es. Jawohl. Zack. 27,7. Und jetzt kommt da noch ein schöner Köder drauf. Und zwar der Funky Minnow 07. Und den ballern wir auch noch schön mit raus. So. Und dann fahren wir hier schön die Artuba. Und zwar eigentlich nur im vorderen Bereich hier rauf und runter. Also grob hier so im bis zum 15 Meter Bereich. Und dann gucken wir mal, was da noch so geht. Ich habe alle drei Routen ähnlich bestückt. Also überall der Minnow. Gerade im Livestream hieß es, Alden, probier mal Rapfen. Da soll was gehen. Ja, und da mir Rapfen noch fehlt, als Trophy auch noch fehlt, bin ich da natürlich auch ziemlich gierig hinterher und probiere es auf Rapfen. Gerade schon eine kleine Runde gedreht. Die ersten Fische waren auch schon dran. Ja, schauen wir mal. Einfach hier entspannt runterziehen. Zack, da geht auch schon was rein. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oder vielleicht hier wieder einfach auf der aktiven, auf der dritten Route hier mit Twitchen. Vielleicht kann man die nochmal zusätzlich triggern. Muss ich gleich nochmal testen. Ja, das Twitchen funktioniert. Das ist schon mal gut. Aber die ziehen wir jetzt erstmal rein und gucken, was hier auf der ersten Route ist. Das Gewicht ist schon ganz vernünftig. Und es ist ein Rapfen. Ja, Mann. Der erste kleine Rapfen. Sehr gut. Knappe 2 Kilo und da geht's aber auch schon weiter. Zack, raus damit. Ab auf die 2. Und weiter geht's. Und da geht's auch schon wieder. Da, mega. So muss das. So soll es laufen. Komm, ran hier. Krieg ich ihn noch hoch oder was? Ich krieg ihn nicht mehr hoch. Komm, ran hier. 2,6 Kilo. Weiter. Mega. So wollen wir das. Das ist ein bisschen was Kleineres. Vielleicht ein kleiner Barsch oder so. Zack. Nee, auch ein ganz kleiner Rapfen. Zack. Unmaßig. Aber immerhin Rapfen. Wo sind wir jetzt hier? Ja. Und direkt die dritte auch mit raus. Und ziehen. Und dann gucken wir mal, dass wir hier noch ein bisschen twitchen.
Zack. Ha! Also auch das Twitchen auf der aktiven, auf der dritten Route hier klappt. Ich kann sogar die Bremse noch ein bisschen hochziehen. Sehr gut. Und der nächste. Rapfen 2 Kilo. Tippitoppi, ey. Zack, da geht er runter. Ganz kleine Umdrehungen sind das sogar nur. Kurzes Antippen. Und zack. Einholgeschwindigkeit ist, glaube ich, auf 50. Ja. Ganz kurz antippen, aber man sieht, das Twitchen ist da. Es reicht fürs Twitchen. Und da geht auf der nächsten Route was. Ist das geil. Vielleicht teste ich das gleich mal mit Fluoro komplett. Und ui! Ja! Alter! Uff! Ja, Mann! Gib richtig, ey! Und ich weiß... Mach mal keinen Scheiß, Alten! Erstmal an die Bremse hier. Ich muss rum. In die Kurve hier fahren. Der hat aber Bock! Der hat aber richtig Bock! Ey! Das ist doch kein Rapfen, nicht! Alter, meine Bremse! Die brennt! Dreh rum, Alten! Dreh rum! Ich muss da hinterher! Uff, Alter, Presswehen! So, jetzt hinterherfahren und langsam wieder hochdrehen. Alter, was ist das für ein Ding? Kaspische Forelle, Alter. Nicht dein Ernst. Oder Trophy-Rapfen, das wäre so insane! Oh, Alter, der hat aber Bock. So, jetzt langsam wieder hoch. Der hat richtig Bock. Ich bräuchte mal einen Kaffee oder sowas. Aber das geht gerade nicht, weil der... Alter. Weil er so eskaliert. Alter, der hat aber richtig Bock. Uff. Abgefahren. Kommst du hier ran, Alter? Ist das ein krasses Gerät. Alter, die Kopfschläge. Kaspische Forelle als Trophy habe ich schon im Sack. Ich brauche keine zweite. Wobei ist es, glaube ich, eine gerade im Café mit 30 Kilo für über 3000 Silber. Ja, würde ich schon. Würde ich schon. Doppel ausgeschlitzt. Die Sau. Oh, boy, ey. Oh, boy. Und wisst ihr, was jetzt kommt? Schlagartig, der Schlag in meinen Nacken. Du Lümmel, hast dir ja auch keine besseren Haken dran gemacht. Hat er nicht gemacht. Ich habe mir gerade den Köder gekauft und hab rausgeschmissen. Ich habe mir sogar noch ein extra mehr oder zwei extra mehr geholt und hab rausgeballert.
Denk immer daran, mit dem Köder nicht sparsam sein. Nee, denk immer daran, mit dem Haken nicht sparsam sein. Fuck. Krasser Scheiß, ey. Was ein Monsterding, ey. Was ein Monsterding. 27 Kilo, 35 Kilo, 27 Kilo. Gut, der Haken an sich, der könnte natürlich hier ein bisschen räudig sein, ne? Dass der dann noch nicht mal irgendwie die 27 Kilo irgendwie hält. Das kann natürlich gut sein, dass der vielleicht, lass den Billo-Haken vielleicht 15 Kilo halten. Maximal. Ach du Schande, Alter. Naja, ich fahre ja gerade schon wieder hier direkt in die Base. Dann wissen wir ja, was wir jetzt gleich kaufen. So geht das ja nicht weiter. Und zur Strafe kommt noch der kleine Barsch. Oh Mann. Oh boy, ey. Oh boy. Aber geil. Aber schon mal gut. Zack, da geht der nächste, ey. Aber wie gesagt, schon mal gut zu wissen. Schön das Aktive reintwitchen. Zack, zack. Das werde ich gleich schön weiter durchziehen. Und nochmal ein paar Brocken dran ziehen. Aber jetzt hole ich mir auf jeden Fall erstmal bessere Haken. Ey, das geht ja gar nicht, ey. Das geht ja gar nicht. Schlag in den Nacken verdient, der Lümmel, Alter. Wie kann er nur? Wie kann er nur mit so Billo-Haken angeln, ey? Zwei Achterrapfen. Dass er überhaupt was fängt, unverdient. Ja, ist klar. Oh boy. Aber Rapfen ist so geil. Rapfen ist so gut. Mann, ist Rapfen gut, ey. Ich liebe die Rapfen. Wie die reinschießen, das macht Bock. Schön die Kopfschläge. Die lassen sich auch echt schlecht bremsen. Kennt ja jeder wahrscheinlich von der Belaya, wenn da mal ein Rapfen reinschießt. Auf UL. Zack, da geht's auch schon wieder los auf anderen. Also, Rapfen ist da. Rapfen ist da. Wenn ihr Bock habt auf Rapfen und ihr habt gute Haken an den Ködern, dann Attacke auf Rapfen. Geht auch bestimmt noch was Größeres. Krass, ey. Ich werde mir gleich erstmal das Maximum an Hakengröße da ranholen. Hier passt drauf. 3-0 riesig. Perfekt. Werde ich mir holen. Einen ganzen Schwung 3-0 riesig. Drei Routen, also 6 Stück. Oder mal 8. Einen Ersatz haben wir dabei. Vielleicht reißt ja doch irgendwie mal was ab oder so. Aber dann sind wir damit safe. Und die Kohle für die Haken, die holt man eh ratzfatz dann auch wieder rein. So. Aufmachen und wieder wegtreiben lassen. Man kann, das ist jetzt der Floating, der F11. Man kann wahrscheinlich auch die S-Serie mal testen. Andererseits finde ich es sehr vorteilhaft, wenn er wieder hochsteigt. Weil dann kann man ihn wieder runterschießen lassen. Ich bin da eigentlich von diesen Floating, von den F-Baits bin ich eigentlich mehr angetan als von den sinkenden. Rapfen und der nächste. Und dann fahren wir hier schon mal den Hafen langsam an. Tipptopp. Tipptopp. Alles gut, ey. Da gucken wir jetzt gleich aber mal in den Kescher schon mal rein. Nach der ersten großen Runde. Gut, die 3000. Die 3000 Silber, die müssen wir jetzt natürlich abziehen. Von der vom Trophy. Von der Trophy Kaspischen Forelle. Im Café-Auftrag. Ne, also Kaspische Forelle war das, glaube ich, nicht. Es war schon krass, der Fisch. Also der war schon heftig. Wobei hätte eine Kaspische Forelle sein können. Ne? Das war kein Rapfen-Trophy. Bitte nicht.
besser nicht. So, und da vorne gleich mal ran ankern. Ja, und wie gesagt, von der Strecke her, zack, ist es ganz gechillt. Also ich finde es ganz gut. Es ist nicht so lang. Die sind direkt hier vorne in diesem Bereich. Man muss nicht so ewig lang hier rumgurken, bis man zu einem Spot ist. Man kann losfahren hier, zack, fährt hier bis zum 15er oder so wieder zurück. Ganz gechillt, ey. Ganz gechillt. Vorfächer, ja, entweder wirklich mit den großen Vorfächern. Oder ich teste es, glaube ich, gleich mal mit Fluoro komplett. Andererseits, wenn da so ein ganz dicker Brocken dran geht, mit Fluorocarbon komplett, da wird man, glaube ich, auch anders. Ziehen wir mal eben rein hier die Routen und dann hole ich mir vernünftige Haken und wir sehen uns gleich auf dem Wasser wieder. Bam! Ja, Mann, es ist einfach richtig gut. Es ist einfach richtig gut, so muss das sein. Ja, Mann. Alter, aktiv den Rapfen angehen. Es ist einfach gut. Jetzt ist aber hier ein geiler Haken dran. Jetzt, komm raus, Alter. Jetzt geht er. Der hat nicht ganz so viel Power, aber er ist schon mal ein bisschen reingegangen. Schönes Ding schon, ey. Ja, Mann, kommst du hier. 5,4. Das ist schon geil. Das ist schon gut. Und das wird auch kohlemäßig. Richtig gut. Aber ich glaube, ich treibe hier zu sehr ab. Ich muss mehr in die Mitte. Nicht, dass sie gleich noch ein Hecht reinschießt. Oh ja, Baby. Wobei Hecht nehmen wir auch gerne mit. Hecht ist alles gut. Hecht nicht schlecht. Oh, da ist er. Ist das ein schönes Ding, Alter. Ist das ein geiler Brocken, Alter. Wieder 5, Alter. Fick, so geil. Ist das gut, ey. Ha. Sehr, sehr geil, ey. Oh mein Gott, das sind genau die richtigen Brocken, ey. Und jetzt mit den richtig großen Haken habe ich einfach direkt das Gefühl, super, es gehen einfach die nochmal dickeren Brocken hier rein. Ja, Mann. Gib mir die Rapfen-Trophy. Ah, kürzer twitchen, das war besser. Und es klappt. Das ist das, bam. Es ist das Allerbeste. Leute, Alter, schleppen. Eine aktive Route. Zwei passive. Das mit der aktiven Route. Einfach nur mit schnellen Einkurbeln. Richtig geil. Richtig gut, ey. Zack. Kleinen Scheiß. Aber es triggert. Es triggert einfach hart. Schön die Minnows. Den schmeißen wir wieder rein. Kleinen Hering, ey. Wie er greedy ist. So. Ziehen wir hier nochmal die eine Runde und wieder zurück. Und dann machen wir gleich mal Kassensturz. So, ist es mittlerweile schon ziemlich dunkel geworden. Gehen wir mal eben verkaufen. 46 Stück sind es geworden. Kleiner Zander, also im Café ist keiner drin. Gucken wir mal eben, sortieren nach Fangzeit, also eine gute Stunde war es jetzt. Nach Preisen sortiert, 5 Kilo Rapfen, 48, 47, 26, 20, 20, 20, 17, 17. Es ist richtig Kohle. Ich bin gespannt, wir sind bei... Wir sind bei 500 Silber für mal eben ganz entspannt auf Rapfen. Also Leute, ab auf die Rapfen. Wenn dir der Tipp gefallen hat, Kanal abonnieren,
Glocke reinballern, irgendwas unten runter reinschreiben, dass du sagst, Alter, geiler Scheiß. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Oder auf Twitch, Feierabend TV auf Twitch, montags, mittwochs und freitags RF4 zocken. Haut rein, tschüss.